So, ausnahmsweise beginne ich schon mal hier auf dem Startbildschirm mit der heutigen Folge. Und das hat den Grund, dass es ein schönes Update gab am 1. Oktober. Und zwar hier könnt ihr das auch schon sehen. Gespenst werden. Hab Spaß im Jenseits. Ja, wie ihr schon sehen könnt, gibt es endlich wieder Geister. Und sie werden auch spielbar sein. Das heißt, man kann sie einladen, mit ihnen flirten, reden, techtelmechteln. Ob sie Babys haben können, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte mal ein Test werden, was ganz interessant ist. Und aber auf jeden Fall können die Sims dann untereinander auch heiraten. Und Ambrosia soll es dann auch, glaube ich, geben als Gericht. Und ja. Und dieses Update hatte auch quasi auch ein paar neue Dinge im Create a Sim Modus. Also ein paar kleine Halloween Outfits. Zum Beispiel kann man den Sim mit ein paar Mausklicken in einen Darth Vader verwandeln aus Star Wars. Und glaube ich noch, ja. Okay, ich kann es nicht nachmachen, aber ja. Es ist schon ganz lustig. Für Halloween quasi. Und Yoda soll man, glaube ich, auch machen können. Weiß ich gerade nicht. Aber ich mach mal ein Mädel draus. Okay. So. Es gab nämlich auch noch ein paar... halt, das war das Falsche. Ein paar Augen. Ups. Also neue Augenfarben. Kann man schon hier sehen. Ja. Ich glaube, das dürfte Farben sein, die wir kennen. Obwohl, diese hier könnte neu sein. Das ist irgendwie so ein... Sorry. Bernstein, was weiß ich? Bernstein, grün, grün, braun? Fragezeichen? Ich glaube, die gab's. Die gab's auch. Ich glaube, ja, die dürfte auch neu sein. Und, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich glaube, in der Mitte so einen klitzekleinen hellbraunen Rand zu erkennen. Gut. Und, ja, die kennen wir. Die kennen wir auch. Das hier ist jetzt, glaube ich, auch nichts Neues. Aber auf jeden Fall ist das hier neu. Glaube ich, denke ich. Ein wunderschönes Sturmgrau, würde ich mal dazu sagen. Diese Farbe gab es, glaube ich. Aber, ja, bei der bin ich mir gerade nicht so sicher. Könnte sein. Also die gab es auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall gab es auch dieses Violett noch nicht. So. Wäre natürlich für die Leute unter euch interessant, die jetzt zum Beispiel Manga-Figuren oder so basteln wollen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was dieses... Also was die Geister dann so alles noch können. Sie sollen ja dann auch verschiedene Fähigkeiten haben, je nachdem, wie das Ableben gewesen ist. Und das wäre eigentlich ganz interessant, aber ich habe jetzt... halt, Spielladen. Ich habe jetzt... ist noch nicht ausprobiert. Also, ich habe keinen Sim oder so einfach mal gekillt, um zu sehen, wie das ist. Und ich werde das natürlich, Gott bewahre, natürlich nicht mit unserer Familie machen. Ja. Ich gehe erstmal rein. Und, ja, ich kann machen, ich kann gucken, dass ich da mal irgendwie mir welche erstelle, die dann aus Versehen, in Anführungsstrichen, ein kleines Ableben haben und, ja, vielleicht einen Friedhof erstellen oder so und mal gucken. Wäre eigentlich mal eine Idee, einen Friedhof erstellen. Gut, das setze ich auf meine To-Do-Liste und die Geister werden wir auf jeden Fall definitiv angucken. Uns, wenn es dann soweit ist. Und ja, das wollte ich bloß erwähnt haben, weil es doch eine Sache ist, die relativ aktuell ist. Und es wurden auch einige andere diverse Dinge gepatcht, wie jetzt Spielprobleme
Und es soll demnächst im November auch ein Patch folgen, wo dann endlich die Pools wieder da sind. Also die Pools werden eingefügt. Yay! Und dann soll es im Dezember ein Patch geben, der, glaube ich, neue Karrieren beinhaltet. Also wir können gespannt sein und ich bin echt positiv überrascht und freue mich darüber echt sehr, dass quasi ein paar solche schönen Features dann kostenlos dann für uns zur Verfügung gestellt werden. Gut. So viel dazu. Unsere Familie schlummert erstmal vor sich hin. Und wir lauschen ein bisschen der Musik, bis der erste Sim aufwacht. Was Lukas ist. Und er muss aufs Klo, und zwar ganz, ganz dringend. Und oh Gott, der Arme. So, er geht erstmal aufs Klo. Ist ja nicht so schlimm, dass er... Hey! Naja, geh erstmal aufs Klo. Ja, ich weiß. Geh erstmal aufs Klo und dann in die Dusche. Okay. Er duscht erstmal. Fühlt sich jetzt okay. Okay. Und oh je. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Lampe vergessen. Gut, da wir die nicht brauchen, würde ich die einfach mal verkaufen. Cool, das hat sich sogar gereimt. Okay. Er wäscht erstmal brav die Hände. Und dann darf er sich etwas Schönes nehmen. Und zwar öffnen. Hier ist ja einiges noch im Kühlschrank. Und da kann er sich auch ruhig getrost mal etwas Leckeres nehmen auf dem Kühlschrank. So. Was braucht er für seinen Job? Eine bessere Leistung? Ja. Wäre ganz gut. Ach, ich lasse ihn da noch ein bisschen tanzen. Wenn er dann fertig gespeist hat. Und? Ja, Dana kann auch ruhig ein bisschen schlafen. Jasminda auch, glaube ich. Aber sie wird bald wahrscheinlich aufwachen. Und die Kids? Ui, ich sehe es schon kommen, dass wir irgendwann mal noch ein zweites Bad brauchen. Eieiei. Also ich sehe das echt schon kommen mit zweitem Bad. Aber nichtsdestotrotz, denen geht's gut. Soweit. Na gut, Lukas müsste dann vielleicht mal noch unter die Dusche hoppen. Aber das machen wir dann erstmal mit der großen Schwester. So, und oh. Kochen, kochen, kochen. Nein, du kochst jetzt doch nicht. Erstmal holst du dir auch ein Gericht aus dem Kühlschrank. Gut. Und dann... Oh, Dana weint, glaube ich. Oh. Na gut, dann. Und Lukas ist gerade ein Erwachsener geworden. Ach, wie toll. So. Lukas ist älter geworden. Supi. Sie spielt ja noch. Halt. Spiel. Wirst du wohl. Ja, okay. So viel zum Thema gepatcht. Ist das jetzt etwa überall? Oh nö. Toll. Ich dachte eigentlich, ein Patch soll Dinge patchen. Also Spielprobleme und Bugs beseitigen, aber ja, toll. Oh oh. Oh je.
Das ist natürlich doof. Dann muss ich jetzt mal das ein bisschen anders machen. So. Die macht dann irgendwie was Lustiges. Und er geht so in die Dusche. Steht erstmal auf. Und dann Dusche, Dusche. Dusche. Duschen. Ach so, geht ja gar nicht. Ach, bin ich lustig. Ryan kann es nicht ersetzen, ist ja klar. Und ja, reparieren. Hallo. Oh Gott. Ich mach das mal ganz kurz anders. Ich versuche mal Trick 17, nachdem sie aufs Klo gegangen ist. Vielleicht. Wieso habe ich jetzt diesen komischen Bug? Ich verstehe es nicht. Den hatte ich noch nie gehabt. Und komischerweise, kaum bin ich im Spiel drinne, nachdem ein Patch war, ist ein Bug da. Toll. Aber das ist wirklich mit jedem. Das Hauptmenü kommt zwar, oh je. Also das Hauptmenü kommt zwar, aber so richtig kommt man da nicht rein. Nicht weiter. Ich versuch mal, ja, reisen mit? Oh, keiner. Geht nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz, Welten verwalten, nur Welten verwalten. Und sorry, ich weiß gerade nicht, wieso ich einen Frosch im Hals habe. Auf jeden Fall werden die Plumbobs poliert. Und ich ärgere mich echt. Ich hoffe, dass das irgendwie... Ich schalte jetzt einfach mal zu Leo und guck, wie es ihm geht. Und sorry. Mann, wieso bin ich denn so heiser gerade? Naja gut, Leo habe ich eigentlich erstellt für unsere Dana. Und ich mach mal ganz kurz. Moment. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Und geht's bei ihm? Ausschalten dieses Licht, das ist gut. Ich glaube, wir haben jetzt den Bug besiegt. Hoffe ich. Nur Welten verwalten. Es wäre nämlich ziemlich doof, wenn dieses Problem bloß in dieser Familie wäre. Also in unserer Let's Play-Familie. Das wäre natürlich nicht so schön. Da müsste ich mir irgendwie was einfallen lassen. Oder vielleicht müsste ich mit der Familie umziehen. Und ja. Wäre nicht so gut. Und da habe ich extra diesen Patch gelobt. Das kann auch mir das Spiel nicht antun. So, probieren wir nochmal. Wir sind wieder da. Und Ellie hat gerade die Motorikfähigkeit erworben. Und, ach, sehr schön. Es sieht so aus, ja, es geht wieder. Es ist alles wieder gut. Also Leute, wenn ihr auch mal diesen Bug haben solltet, einfach mal die Haushalte wechseln und alles ist wieder gut. Gott sei Dank. Ich habe echt schon Angst gekriegt. Und oh Gotti. Wo ist das Mädel? Hier, sie spielt gerade mit diesem Monster. Muss aber dringend aufs Klo. Und ihr geht's gut, aber sie ist beschämt. Und ihm geht's auch ganz gut. Der müsste eigentlich gleich auch zur Schule. Schule! Nee, das ist die falsche Person. Er muss erst zur Schule. Oder auch nicht. Ach so, die Kleinen müssen heute noch gar nicht in die Schule. Na, das ist ja blöd. Na gut.
Dann machen sie erstmal gruppenmäßig die Hausaufgaben. Die drei kleinsten. Und Dana müsste eigentlich auch gleich auf Arbeit. Und auch süß. Wie niedlich sich er so hinsetzt. Oh, heute scheint wieder so schön die Sonne. Hast du es schon gesehen? Oh ja, das ist toll. Ich liebe dieses Wetter. Viel Spaß in der Arbeit. Oh Gott. Na gut. Gut, Dana ist weg. Und wie geht's ihr? Natürlich nicht so gut. Nichtsdestotrotz muss ich mal ganz kurz hier ran und reparieren. Und dann hier diese Pfütze aufwaschen. Aufwischen. Gott, wie... Oh je. So, aufräumen, stinkigen Kaffee leeren. Und dann kann sie noch ein Gourmetgericht zubereiten und Hähnchen Saltimbocca in Partygröße machen. Und so ist erstmal der kleine Fahrplan. Zumindest bis Dana wiederkommt. Und ihm geht's gut? Sieht schon mal so aus. Also ich bin gleich mit meinen Hausaufgaben fertig. Und wie sieht's bei dir aus? Er antwortet nicht. Nett. Er ist anscheinend zu sehr in sein Buch vertieft, was er lesen muss. Hallo? Ich wäre sehr begeistert, wenn du mir mal antworten könntest, Brüderchen. Glaubst du, Kaffee schmeckt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber die Erwachsenen finden das lecker. Peinliches Schweigen? Es sieht so aus, als wenn Azur einen kleinen Monolog führt. Ach, was sie ihrem Bruder eigentlich so anquatscht. Der redet doch selber nicht mit ihr. Okay, und sie... Oh, ich glaube, sie muss auch dringend in die Dusche, wenn sie fertig gekocht hat. Oh, weia. Sie kocht erstmal und kocht und kocht und kocht. Und Toby hat unterdessen und Ellie ebenfalls Sozialfähigkeit erlangt. Und ja, Mixenfähigkeit muss sie eigentlich immer noch. Hallo? Ach nee. Du sollst hier essen. Und ich glaube, du hast frei. Ja, sie hat frei. Sie hat frei? Lass ich mal hier rein. Zumindest versuche ich's. Na, gar nicht so einfach. So. Und dann geht sie erstmal schön in die Dusche, nachdem sie gegessen hat. Ist ja ganz schön voll Haus hier. Oh, und hier steht der Geburtstag von Ryan naht. Das heißt, Ryan wird bald ein Teenager und Elsa ist fertig mit den Hausaufgaben. Und sie reden gerade irgendwie über Bücher und ja, vielleicht Zalando, vielleicht möchten sie ja neue Spielzeuge haben, ich weiß es nicht. Und was macht Jasminda? Immer noch brav vor sich hin essen und so richtig begeistert sieht sie natürlich nicht aus. Aber ich kann sie nicht verübeln. So. Und die Kinder können wir eigentlich hier zum Spielplatz schicken. Das wäre doch was Schönes. So, Weltraumforscher. Und ups. Och süß, die haben sich umarmt. So, Weltraumforscher. Weltraumforscher, Mann. Okay, versuchen wir es nochmal. Weltraumforscher. Weltraumforscher und hier auch ein bisschen spielen. Und
Merkwürdig. Wieso sind jetzt diese Icons verschwunden? Also ich glaube, heute ist der Tag des Bugs oder so. Ganz merkwürdig. Komisch. Also die Icons hier funktionieren überhaupt nicht mehr, diese Bilderchen. Und hier die auch nicht und ja, sehr, sehr mysteriös. Auf jeden Fall spielen die Kinder erstmal. Also Leute, setzt die Segel. Wir fliegen ab. Und zwar in unserem wunderschönen Space-Raumschiff. Wo wollen wir hinfliegen? Wir können zum Mars fliegen, wir können zur Venus fliegen. Und ja, wir können zum Planeten der Blechdosen fliegen. Was haltet ihr davon? Das klingt doch super, oder? Oh ja. Und denkt dran, wir wollen irgendwie was machen. Leere Sprechblasen. Oh, sieh mal! Da ist der Planet Saturn. Wir könnten dorthin fliegen. Mit unserer wunderschönen Raumschiffrakete. Ja, das macht Spaß. Das ist super. Oh ja, und dann können wir ja irgendwann in unserem Raumanzug Baseball spielen. Wir werden das neu erfinden. Als Spaceball. Oh ja, Spaceball. Und dann bestellen wir uns Kostüme bei Zalando oder so. Oder, ja, keine Ahnung, wo sonst. Vielleicht Amazon oder, ja, egal. Und, die Figürchen sind wieder da, Gott sei Dank. Und die Kleine ist völlig verspielt. Sie scheint das hier sehr zu genießen. Und, ja. Sie tanzt gerade zu Hause vor sich hin. Und, ja, kann man diesen... Nee, Mülleimer kann man noch nicht lernen. Und auf jeden Fall, Astro hat die Level 2-Fähigkeit erreicht. Also Level 2 der Sozialfähigkeit, so rum. Und... Wessen Hausaufgaben waren das jetzt? Eigentlich bin mir nicht sicher. Steht auch nicht da. Na egal, auf jeden Fall. Kommt, das Essen erstmal im Kühlschrank, damit es nicht verdirbt. Und vielleicht etwas lesen, Bücher kaufen. Ich... Oh, Mist. Hier, Bücher kaufen. Ich würde nämlich Jasminda gerne noch ein Mixbuch kaufen. Gehe ich mal ganz kurz auf Fähigkeit und so, Geige, Geschicklichkeit, Gitarre, Gärtnern, Klavier, Kochen, Logik, Malen, Mixen, da haben wir es doch. Mixen Band 2, ein Hauch Limette von Alfred Kollig. Ah, okay. Bist du bereit, dich mit der Kunst des Mixens auseinanderzusetzen? Dann ist dieses Buch für dich genau richtig. Okay, dann ein Büchlein bitte im Inventar und prompte Lieferung. Vielen Dank für deine Bestellung und wir werden das auch gleich lesen. Ob das Spaß macht? Keine Ahnung. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn es ihr Spaß machen würde. Ja gut, sie liest. Und liest. Und liest. Und ich hoffe, das bringt was, aber so richtig Spaß kriegt man noch nicht. Oder doch? Und hier, Ryan ist für heute mit der Schule fertig, zufriedenstellend. Sie kann doch, glaube ich, kann sie nicht lesen und zuhören? Naja, gut. So, er wird jetzt erstmal was essen, wie es aussieht. Und dann kann er in die Dusche springen. Oder er macht es zuerst. Geht ja auch. Gut. Und der ich fange schon an zu stottern. Dana müsste eigentlich auch gleich kommen. 16 Uhr, glaube ich.
Wieso? Ist schon komisch. Ich habe das letztens schon gesehen. Also definitiv, diese Teile hier wackeln. Es sieht so aus, als wäre Wind im Zimmer. Gruselig. Aber gut, sollte vielleicht eine Anspielung sein auf den Patch. Keine Ahnung. Und... Jasminda ist erstmal am Abtanzen. Und... Ach, nee. Erst kommt Lucas, also Lucas ist da. Geht auch erstmal aufs Klo. Oh je. Ja, ja. Und dann kannst du... Geh erstmal aufs Klo und dann Nickerchen. Und dann kannst du getrost was essen. So. Toby hat übrigens auch die Level 2. Also Level 2 der Sozialfähigkeit erreicht. Und Dana ist jetzt endlich da und oh je, die ist auch ziemlich müde. Hm, die Arme. Dann würde ich sagen, sie kocht erstmal Kaffee. Kaffee! So. Erstmal schön die Bohnen rein tun. Und dann warten, bis es fertig ist. So, hergestellt von Dana, einer übrig. Dann... Na? Jetzt hat's gepiepst. Dann bedien dich mal bitte an dieser wunderschönen braunen Köstlichkeit. Koffein! Koffein! Hunger geht hoch. Die Blase leidet natürlich ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm. So, oh Gott. Die Ärmste. Die Ärmste. So. Aber auf jeden Fall, na gut, ich würde sie doch ein kleines Nickerchen erstmal machen lassen. Und verwenden tut er das und so. Na gut, ein bisschen rein. Hallo, du sollst hier das auch säubern. Und öffnen. Cerealien essen und Gott. Mach ein Nickerchen. Dana, mach ein Nickerchen. Geh erstmal ein Nickerchen machen, das tut dir gut. So, sie macht erstmal ein kleines Nickerchen. Und ja. Lucy's Sprich. Schnelle Mahlzeit. Cornflakes. Sie müsste mal aufs Klo, die Kleine. Machen wir das mal. Ihr eigentlich auch, aber Hunger hat er auch. Also auch erstmal komplett. So. Und eigentlich Dana müsste bald aufwachen oder auch nicht. Ach, die Arme. Na gut, ich würde Dana erstmal was essen lassen und dann kann sie ja immer noch ins Bett. Dann müssen wir eben den Besuch bei Leo verschieben. So, die Kleine muss jetzt aufs Klo. Und sie geht dann schön schlafen. Was macht die Kleine? Sie sollte doch eigentlich auch was essen. Schnelle Mahlzeit. So. Okay. Sie isst erstmal und unterhält sich mit ihrer älteren Schwester und oh, scheint nicht so gut zu laufen. Und ab ins Bett. So. Sie hören mal auf zu quatschen. Dann geht er nämlich auch schneller. Lucas macht's richtig, denn der schläft auch schon. Und, ja. Sie würde ich mal schon ins Bettchen schicken. Und das nächste Kind geht schlafen. Die Jungs schlafen auch schon.
und Dana schleppt sich mit letzter Kraft hundemüde in ihr Bett und geht dann natürlich auch schlafen. So, jetzt steht der ganze Haushalt, also alle sind am Schlafen. Dann kann natürlich das Heinzelmännchen dann die Arbeit machen, ne? So, kann jetzt bloß sich um gefühlte Stunden dauern. Die machen ganz schön Dreck. Eieiei. Na, Schüssel hin. So. Ach Mensch. Die Milch von... Okay, also Roland, gruselig. Kommt mal in den Kühlschrank. Und das auf jeden Fall hier rein. Und gibt's noch irgendwo Müll? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also hier haben wir höchstens bloß Hausaufgaben, die rumliegen. Hier ist auch nichts weiter, da auch nicht. Sieht so aus, als hätten wir alles beseitigt. Und hier ist auch alles tipptopp. Gut. Dann hätten wir das nämlich geklärt. Und dieser Tag, den haben wir jetzt auch hinter uns gebracht. Und... ja. Der ist wach und geht aufs Klo. Gut, dann geh aufs Klo. Nein, geh erstmal aufs Klo. Ja, ja, ist ja gut, Toby. Er geht aufs Klo, während alle schlafen. Und dann erstmal wieder schlafen. So. Na toll. Gut, er haut sich wieder in die Falle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!